Ja, 14 Uhr Heimsieg gegen den TSV 1860 München heute hier bei uns in der MDCC Arena. Mit anschließender Übergabe des Meisterpokals. Bei uns steht unser Abwehrmann Raphael Ohrmeier. Rafa, heute deutlicher Heimsieg gegen die Löwen. Deine Sicht auf die Partie heute? Ja, ich denke mal, dass wir eine gute Partie geliefert haben. Wussten ja auch, dass es das letzte Heimspiel der Saison ist. Wir wollten den Fans nochmal einen guten Abschluss geben, wollten uns nochmal einen guten Abschluss geben. Und ich glaube, mit der Leistung und dem Ergebnis haben wir das auch geschafft. Es ist ja so, dass ihr nach dem Spiel dann den Meisterpokal übergeben bekommen habt vom DFB-Präsidenten. Was war das für ein Gefühl? Nimm uns mal kurz mit, wenn man das dann endlich auch geschafft hat und es dann auch in den Händen hat endlich. Ja, die letzten Wochen war es ja so mal so ein bisschen surreal, weil wir einfach den Pokal noch nicht hatten. So, wir waren zwar Meister, aber das Objekt der Begierde, sag ich mal, für das man gearbeitet hat, hatten wir noch nicht. Heute war es dann endlich soweit und war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich glaube, jeder hat sich gefreut, auch die Fans. Ich glaube, für alle im Stadion war es ein super Tag. Und es ist ja auch so, heute ist das letzte Heimspiel gewesen. Ist auch immer dann Zeit für die Verabschiedungen. Du warst auch einer, der die heute verabschiedet wurden. Erzähl uns mal kurz, wie kam es dazu? Das hat sich so in den letzten Wochen so ein bisschen abgebildet. War dann auch meine Entscheidung. Natürlich habe ich das dann auch mit, sage ich mal, eineinhalb weinenden Augen vielleicht getroffen. Und leider muss man so Entscheidungen treffen im Fußball. Und so ist es nun mal gewesen jetzt. Trotz der ganzen Feierlichkeiten, heute ist die Saison ja noch nicht beendet. Nächste Woche nochmal auswärts gegen Osnabrück, dann haben wir noch das Landespokalfinale gegen Einheit Wernigerode. Welche Bedeutung haben jetzt die nächsten Spiele allgemein für euch als Mannschaft noch und auch für dich jetzt, weil es dann auch deine letzten Spiele im blau-weißen Trikot sind? Ja, ich glaube, das ist für mich, sowohl für mich als auch für die Mannschaft relativ ähnlich. Wir wollen natürlich die beiden Spiele noch gewinnen. Das ist unser Anspruch auch die ganze Saison über gewesen. Das war auch der Grundstein, warum wir so erfolgreich waren und ja, wie gesagt, wir wollen die letzten beiden Spiele noch positiv gestalten und natürlich mit Siegen beenden. Alles klar, Rafa, danke für deine Zeit und feiert heute. Ja, danke. Corby, letztes Heimspiel heute. Wie waren so deine Gefühle auch von der Bank aus? Erzähl mal. Ja, gemischte Gefühle. Auf der einen Seite natürlich, ja, so wie in den letzten Wochen auch schon, das überragende Gefühl, Meister zu werden. Das dann noch mit einem Sieg im letzten Heimspiel zu vergolden, war natürlich überragend. Es war fast wie eine Achterbahn. Dann, ja, die Verabschiedung danach war dann wieder weniger schön. Und ja, deswegen gemischte Gefühle. Aber ja, alles in allem überwiegen natürlich die positiven Gefühle. Es war ein unfassbares Jahr. Also ein einmaliges Erlebnis. Und ja, das Jahr oder die zwei Jahre werde ich nie wieder vergessen. Und den ganzen Verein und die Fans und die Mannschaft auch nie. Du sprichst gerade an, die Fans, die haben ja heute wieder Bambule gemacht ohne Ende, haben euch angefeuert, 90 Minuten, dann auch, sind zum Großteil auch geblieben zur Verabschiedung. Wie fühlt man sich da, wenn man plötzlich dann ausgerufen wird und die ganze Menge dann applaudiert und man selber hat so ein weinendes Herz? Das, ja, eigentlich ein richtig schönes Gefühl und aus so einem Grund aber dann auch irgendwie natürlich traurig, aber ja, da überwiegt die Freude und der Stolz auch, dass so viele Menschen einem zujubeln. Und ja, das sind unfassbare Fans. Die gibt nirgendwo gibt es bessere. Und ja, es war einfach nochmal schön. Und da auch nochmal, dass man dann vor solchen Leuten nochmal einen Abschied kriegt, ist ja einfach schön und ja, macht einen glücklich. Du hast gesagt, du warst zwei Jahre jetzt hier. Du hast zwei Jahre erlebt. Einmal Corona-Pandemie auch noch mittendrin. Das erste Jahr abstiegsgefährdet. Das zweite Jahr der Aufstieg. Das sind ja so zwei Welten, schwarz-weiß. Hast du trotzdem einen Moment, wo du sagst, an den erinnerst du dich, wenn du zurückblickst? Ja, also vor zwei Wochen in Zwickau, das war dann, glaube ich, schon so der mit Abstand schönste Moment. Mit den ganzen Fans dann am Platz, das war mit allen zusammen feiern, nicht nur alleine oder als Team, sondern wirklich mit jedem Einzelnen, der da war, zusammen zu feiern, das war schon echt einmalig. Und ja, auch heute war, auch wenn ich nicht gespielt habe, es war phasenweise, habe ich einfach nur in die Menge geschaut, habe das einfach nochmal aufgesaugt und genossen und ja, war einfach wirklich rundum schön und schade, dass es jetzt vorbei ist. Du sagst, schade, dass es vorbei ist. Du hast ja schon mehrere Stationen jetzt hinter dir, jetzt Magdeburg. Werden wir dich in Zukunft dann auch öfter mal als Besucher hier sehen? Ja, wenn es die Entfernung irgendwie hergibt von meinem neuen Verein, dann sehr gerne. Also ich habe mich unglaublich wohlgefühlt im Verein, aber auch in der ganzen Stadt. Und ja, auch wenn es weit weg ist, dann werde ich auf jeden Fall vorbeikommen und das nochmal genießen. Ja. Würde uns sehr freuen.
danke erstmal. Meistersammer, das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Mit goldenen Schuhen kannst du dein Ohr schmieren. Ja, noch ein letztes Abschlusswort von dir an die Fans. Ihr seid wirklich die Größten der Welt. Ihr sagt das nicht nur, das ist nicht nur so eine blöde Floskel. Es war mir eine unfassbare Ehre. Vielen Dank für die Unterstützung, in harten wie auch in guten Zeiten. Es war unfassbar. Also wirklich einfach nur geil und Gänsehaut jedes Mal wieder, wenn ich im Stadion war. Vielen Dank, Corvi, und alles Gute. Dankeschön.